erzählt. Sammy hat sich bequem gemacht. Wo Anna ist, keine Ahnung. Sie ist weg. Verschollen. Nee, da ist er. Komm her, Anna. Moin, moin. Moin, moin. Morgen, morgen. Also heute seht ihr uns beim Klartext reden. Mal zu dritt. Das ist doch schön, ne? Ja. Jäger, 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 Jäger. Also so wie ihr das Jäger, im Vorspann Jäger. Schon gesehen habt, wir sind an der Ostsee und jetzt haben wir es früh um 8. Ich war schon früh um 5 am Strand und habe für euch den Sonnenaufgang gefilmt. Ne? Ja, wir reden heute wieder über einiges, beantworten ein paar Fragen, aber dazu nach dem Intro. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. So, Freunde, ich fange schon mal an. Die Anna macht sich mal noch einen Tee. Ja, Freunde, ich fange mal an. Wie gesagt, die Anna, die kommt gleich, die macht sich noch einen Tee. Ich möchte heute mal die Gelegenheit nutzen und ein paar Fragen von euch so beantworten. Das haben wir ja letzte Woche angekündigt, dass wir Freitag Klartext reden. Erstmal wünschen wir euch frohe Ostern. Heute haben wir Karfreitag. Und ja, das Wetter ist heute nicht so berauschend an der See. Der Morgen war schön, also ganz toller Sonnenaufgang. Aber jetzt haben wir es auch wieder bewölkt und 8 Grad. Naja, ist okay. Ja, dann fange ich mal an. Und, oh, hier wackelt der Tisch. Ich fange mit Juni Killet 985 an. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Du hast geschrieben, wenn du eine gute PV-Anlage hast, macht bestimmt auch im Winter zwar nur 100 Watt oder so, besser als nichts. Ja, da hast du recht. Das überlegen wir ja auch. Und wenn wir die Möglichkeit haben, eine gute Solaranlage zu kaufen, dann werden wir das natürlich auch tun, weil wir haben, also unserer Erfahrung gibt es auch schöne Wintertage, wo wir bei Freunden gesehen haben, dass da halt genug Strom reinkommt, ne, was für den Tag ausreichen würde. So, dann hast du noch geschrieben, also immer noch Unikillet 985, das muss aber die Anna beantworten. Anna, komm mal her. Und zwar hast du geschrieben, welche Medikamente nimmt Tommy denn? Anna, welche Medikamente nimmt Tommy? Tommy nimmt Risperidon. Ja, und das jeden Morgen, wie viel Milligramm? 1 Milligramm jedes Morgen und 0,5 Milligramm am Abend. Am Abend, ne? Damit kommen wir ganz gut zurecht. Ja, und was anderes nimmt er nicht, ne? Nur Melatonin-Spray. Ja, zum Einschlafen abends, zum Melatonin. Einschlafen, ja. Und dann hat er noch ein paar Allergien, wo wir aber noch nicht genau wissen, was das für Allergien sind. Und da kriegt er halt... Abchen? Ja. Manchmal, aber... Danach bei Bedarf. Ne, ein bisschen was. So. Solche Nachbarn passen leider zu Sachsen. Naja, ich glaube, die Nachbarn, die findet man überall. Und es ist natürlich auch nicht schön, wenn ein Kind bei einer hellhörigen Decke oben ständig hin und her rennt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Dann hast du immer noch geschrieben, wir sind immer noch bei Unikiller 985. Ne, Killet. Ich würde euch das nicht empfehlen, gerade weil die Ukraine gerade auf russische Infrastruktur angreift, auch St. Petersburg. Ich finde zu Recht. Ja, ich finde zu Recht. Also ich finde zu Recht, sollte man gar niemand bombardieren und attackieren, ob jetzt Ukrainer oder Russe. Ich glaube, die normale Bevölkerung, die kann dafür nichts. Aber wir sind halt so tief drin gerade und die Situation ist schwierig. Aber wir halten uns da jetzt auf YouTube raus. Wir haben natürlich unsere eigene Meinung, aber wir finden, das hat ja nichts zu suchen. Ne? Da werden wir auch keine Fragen beantworten,
wer jetzt Schuld hat, wer keine Schuld hat. Ob die Amerikaner das seit vielen Jahren provoziert haben, ob wir das provoziert haben, ob wir nicht zugehört haben. Da hört ihr ein bisschen raus, wie meine Stimmung zum Thema ist. Aber wie gesagt, da stoppen wir jetzt. Ja, gute Besserung für Tommy, auch wenn es zu spät ist. Den geht es wieder richtig gut. Aber der Husten ist immer noch da. Der Husten ist immer noch da. Ja, aber Tommy geht's gut. Und jetzt, oh, das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Hallo, das ist ja unglaublich. So viele Parallelen. Meine Frau kommt auch aus St. Petersburg. Mein Sohn hat frühkindlichen Autismus. Auch wir kämpfen mit der Situation in Europa. Wir können die Familie und Freunde meiner Frau nur sehr selten besuchen. Das schreibt Tom C5840. Zuletzt haben wir uns in Kaliningrad getroffen. Ja, das haben wir halt auch vor. Unsere Tochter, die ist halt noch in St. Petersburg. Die möchte auch nicht weg. Da geht's da gut. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass es relativ günstig ist, für sie nach Kaliningrad zu fliegen. Und das werden wir zeitnah auch tun, ne? Weil die kleine Maus an dieser Stelle, Diana, wir grüßen dich, vermisst uns natürlich auch. So, Anna, guck mal. Ja, hier ist ein Paar, was geschrieben hat. Die Frau kommt auch aus St. Petersburg. Okay. Und der Sohn hat auch frühkindlichen Autismus und die haben das letzte Mal Familie und Freunde in Kaliningrad getroffen. Aha. Da wir für unseren Sohn auch gleich eine da haben sie für ihren Sohn auch gleich eine Therapie gemacht. Ja, das geht natürlich in Russland schneller, wenn wir in Russland sind, die Anna telefoniert und am nächsten Tag haben wir einen Termin. Hier warten wir in Dresden auf die Autismusambulanz jetzt schon 2 Jahre. Naja, gut. So. Unser Sohn ist mittlerweile 5 Jahre und liebt Autofahren ebenfalls. Im Moment fahre ich mit ihm Zug. Das ist ähnlich. Morgen. Aber nach euren Videos würde ich den Van oder Camper auch mal versuchen. Ja, das raten wir euch. Probiert das mit dem Van oder dem Camper. Das muss ja nichts Großes sein. Aber das ist so viel Abwechslung. Das ist so viel zu sehen. So viele Eindrücke. Mhm. Also für Tommy ist es perfekt, ne? Ja, für uns auch. Und für uns auch, ja, na klar. Ich drücke euch die Daumen, dass alles so klappt, wie ihr es vorstellt. Wünsche Tommy alles erdenklich gut. Das wünschen wir euch natürlich auch. Und das wäre schön, wenn wir mal persönlichen Kontakt treten könnten. Ne? Könnt ihr ja gerne mal schreiben, ob ihr das wollt. Und die Anna spricht auch Russisch. Ja. Ne? Ja. Also schön, dass ihr uns geschrieben habt. Ne? Ganz, 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 ganz toll. So, ganz viele haben geschrieben beim letzten Video, weil ich so unzufrieden war, dass das Video gar nicht so schlecht war. Ja, die eigene Kritik, die ist natürlich immer, ne? Aber danke, ich danke euch. Und die meisten tentieren ohne Musik. Ne? Ihr könnt ja gerne bei dem Video nochmal drunter schreiben, mit Musik oder ohne. Mir gefällt beides. So. Dann hat T4, liebe Heike, geschrieben, danke für die tolle Aufklärung, war wirklich interessant. Ich finde, ihr macht das echt super. Alle Achtung. Danke, danke, liebe Heike. Danke, danke, danke. Ja, und liebe Grüße und euch allen schöne Ostern. Ne? Wir haben jetzt nicht alle Fragen beantwortet oder sind jetzt nicht auf alle eingegangen. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig bei YouTube, weil Antworten auf Antworten sehe ich da meistens immer nicht. Das überlese ich. Aber ganz viele hatten halt geschrieben, was Tommy für Medikamente nimmt. Und das hat die Anna euch ja vorhin beantwortet. Im Moment sind wir sehr zufrieden, weil wir viel unterwegs sind und da macht der Tommy halt auch keinen Mist. Und ja, jetzt kommt ein stressiger Monat, wir ziehen diesen Monat um und wohin die Reise geht, das erfahrt ihr noch zeitig genug. Ja, wir machen fleißig Videoaufnahmen und am Montag kommt das neue Video. Das wird etwas länger, das kann ich schon mal sagen. Ne? Ja. Das soll es für heute gewesen sein, für Klartext. Ja, wir genießen jetzt das Wochenende noch so ein bisschen. Verlegen dann irgendwann zu meinen Eltern. Osteressen und zu den lieben Verwandten. Mhm. Ja, ansonsten haben wir nichts mehr zu sagen. Hast du noch was zu sagen? Nee. Frohe Ostern. Frohe Ostern, genau. Also macht's gut, liebe Freunde. Ne? Bis Montag. Tschüss.